möchten heute eine Gegendarstellung verlesen. Eine Gegendarstellung zu was? Zu so ziemlich allem, was im letzten Jahr passiert ist und was dann wieder auf mich geschoben wurde. Anschläge, Krankheiten, Naturkatastrophen. Ich habe damit nichts zu tun. Aha. Die Wahrheit ist, ich habe im letzten Jahr überhaupt nicht auf die Erde geachtet. Wie? Sie haben nicht auf uns geachtet. Ich bitte Sie. Ich habe die Welt vor ca. 4,6 Milliarden Jahren geschaffen und es gibt noch Zillionen anderer Planeten. Kümmern Sie sich um jedes Kastanienmännchen, das Sie mal in der Grundschule gebastelt haben? Nein. Na also. Aber kaum schaue ich mal wieder vorbei, höre ich, Gott hat uns mit Ebola gestraft, Gott hat uns eine Flut geschickt und manche Menschen bringen sogar in meinem Namen andere Menschen um. Da muss man doch mal fragen dürfen, habt ihr eigentlich noch alle Streusel auf dem Kuchen? Gut, aber viele Menschen wundern sich eben. Wenn es einen Gott gibt, warum passieren denn dann so schlimme Dinge wie zum Beispiel Erdbeben? Weil tektonische Platten aneinander reiben, dadurch entstehen Spannungen. Diese Spannungen entladen sich in riesigen Erdstößen und voilà, Erdbeben. Haben Sie in der Schule denn gar nicht aufgepasst? Na gut, dann verlesen Sie doch mal Ihre Gegendarstellung. Liebe Menschheit. What's up? Ich mach's kurz. Haltet mich ein für alle Mal raus aus eurem albernen Gekabbel. Ich habe niemanden von euch lieber als den anderen. Ich brauche auch keinen eigenen Staat auf eurem dusseligen Bumsplaneten. Und es ist mir auch vollkommen egal, ob ihr mich Gott, Jehova, Allah oder Heinz Günther nennt. Heinz Günther. Ich möchte hiermit klarstellen, dass ich weder etwas mit irgendwelchen Anschlägen zu tun habe, noch mit irgendwelchen Kriegen und vor allem nicht mit dem Weihnachtsalbum von Helene Fischer. Hört bitte vor allem auf, andere Leute in meinem Namen umzubringen. Denn, jetzt haltet euch fest, wenn ich wollte, dass manche Menschen nicht auf der Erde wären, dann hätte ich sie nicht erschaffen. Eigentlich logisch. Duh. Ach, und eins noch. Wenn Donald Trump US-Präsident wird, stelle ich euren gesamten Planeten beim nächsten Sperrmüll raus. Das klingt irgendwie ein bisschen resigniert. Gibt es denn nicht auch Menschen, die sie gut finden? Fällt mir gerade keiner ein. Wirklich keinen? Jesse J. Bitte was? Ich liebe Jesse J. Bang, bang, into the room, I know you want it. Bang, bang, all over you. Göttlich, einfach göttlich. Ich dachte eher an Menschen wie Nelson Mandela oder Mutter Teresa. Ja, die waren auch okay. Aber Jesse J singt noch geiler. Das heißt, wenn wir 2016 alle ein bisschen mehr wären wie die, würden sie dann vielleicht mal öfter auf der Erde nach dem Rechten sehen? Kann sein. Aber noch ein Weihnachtsalbum von der Fischer und ihr seht nur noch meine Rücklichter. Na, das ist doch mal eine Perspektive. Damit zurück ins Studio.